Wie lange halte ich durch? Wetten können abgeschlossen werden. Alter! Alter! Die Kamera! Die Kamera! Nein! Hör auf! Alter! Was zum... Ah! Ja, ich glaube nicht so. Okay. Das ist hier... Oh! Wow! Nein! Run! Narben. Oh ja, ja, wir spielen einen erfahrenen Polizisten. Polizisten? Erfahrenen Polizisten, der hat die Straße, der hat gelebt. Da. Eine Kriegsverletzung. Eine Ehrenauszeichnung dafür, dass er gedient hat. Er hat eine Oma über die Straße geholfen, die hatte den Mensch, die wollte gar nicht auf die andere Seite und hat ihm ins Gesicht geschlagen. Und von den Krallen, die hatte, habt ihr mal die Krallen von Großmüttern gesehen, ist diese Narbe. Das ist ein Held. Salutieren. Stimmt. Und die Nase ist noch dran. Und die hab ich dafür nicht mehr. Ja, gut. Du siehst aus, wie ich dich hier im Stream sehe. Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Wobei, die Person hier wirkt ein bisschen sympathischer. Hä? Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Ja, moin. Lass mich rein. Nein. Wo ist die sexy Braut? Beim Hinterausgang. Ich sag's nochmal, geile Beine. Da. Also, wie sie jedes Mal, wenn ich das sage, dreht sie sich um. Die hebt die Hand, lasst mich rein. Nope, nope. Nein, hallo! Ihr Dreckigen, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach auf! Ich frag mich, ob ich da runterkomme. Lebend. Jo. Aber wenn du an der Wand lang klippst, dann kommst du runter. Da unten ist so ein kleiner Vorsprung. Wenn du auf dem landest, bremst der den Sturz nochmal ab. Ja, ich sehe. Und wenn nicht, spawnst du halt bei mir. Ui. Au. Das. Wow. Es war Rückenwind. Es ist ein sehr windiger Dienstag heute. Lass mich dein Hut sein, Paul. Oh Mann, nein, ich bin dein Hut. Oh. 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 Oh ja. Jetzt verstehe ich, warum du dir Master Chief sagst. Teilen Sie ihm mit, dass der Master Chief und ich die Lernkontrollen zur Situation gestellt haben. Wir werden uns so bald wie möglich. Oh, er ist böse. Er ist verwirrt. Er ist irritiert. Jetzt ist er überrascht. Jetzt ist er überrascht, nur mit dünneren Augenbrauen. Welche Handwerker essen am meisten? Paul? Ja, keine Ahnung. Die Maurer. Weißt du warum? Nö. Die verpushen nicht ganze Häuser. Ich fühle jetzt das, was ich euch jahrelang angetan habe. Unser bester Materialwissenschaftler wunderte sich darüber, dass ein Stahlträger immer größer wurde. Dann traf er ihn mitten ins Gesicht. Seine Beerdigung fand im engsten Familienkreis statt. Naja, ich glaube, danach brauchte er auch nicht mehr viel Platz. Ah, schön. Multitalent mit einer Hand Trommel mit der anderen Hand Ukulele. Sind die Löcher da am Boden, wenn einer mal pinkeln muss, dass es einfach laufen kann? Oder hat das einen anderen Grund? Ja, ich frag ja nur. Es ist das erste Mal, ich bin aufgeregt, es tut mir leid.
Präsident, nach langer Suche haben wir den Kompass gefunden. Er befand sich in Ihrem Schrank hinter den Plänen für die Weltherrschaft neben der Rumflasche. Ich habe ihn unserem kurzsichtigsten Kapitän ausgeliehen, damit er nicht mehr nur nach Gehör singt. Was? Ich war immer erstaunt, dass er Pfeife raucht. Mit Verlaub, Sir. Ja, hab ich ja schon mal gesagt, darf er ja eigentlich gar nicht. Yes. Ja, darauf pfeift er. Kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Liebe Zuschauer, darf ich vorstellen, da Paul ja in Augsburg ist, habe ich mir einen Paul zum Kuscheln gekauft. Und er ist auch dafür da, wenn Paul seine Witze macht. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie. Gott, ist das hier viel Action, ey, Aufregung. Oh Gott. Der Soldat James Ryan in Perfektion. Das Spiel gewordene D-Day. Da müsste ich Call of Duty was abgucken an dieser Action hier. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann, wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, Mann. Weiß ich nicht. Wir sind nicht die Post. Weiß nicht, ob ihr geliefert seid. Reiß dich zusammen! Großartige Neuigkeiten. Wir wissen nun, wie wir die Musketen bedienen können, die uns die Krone geschickt hat. Man muss den Abzug betätigen. Wir mussten einige Fehlschläge hinnehmen, bis wir darauf kamen, dass man dabei nicht in den Lauf schauen sollte, und verloren darüber einige gute Männer. Sie starben als Helden der Revolution. Wäre ich da eigentlich, woran man Appell sicher Pirat erkennt? Ach da. Er hat zwei Augenklappen. Leitkegel, dieses rot-weiß gestreifte Hütchen wird nicht nur den Verkehr in Tropico viel sicherer machen, es ist auch die ideale Kopfbedeckung für unsere jährliche Karnevalsparade. Das heißt, der Polizist hat mich damals im Vollzug angelogen, als ich das Ding auf dem Kopf hatte und sagte, dafür wär's nicht da. Ist ja unglaublich, ey. Sogar auch die Polizei belügt einen heutzutage schon. Das ist alles nur eine Auslegungssache, Matthias. Wenn ich neben einem brennenden Gebäude ein Gebäude baue, muss ich nur schnell genug sein, dass das Gebäude fertig ist, bevor das andere abgefackelt ist. Wenn die Flammen übergreifen, kann ich neben dem neu gebauten Gebäude ein neues Gebäude bauen, das, wenn es fertig ist und dann anfängt zu brennen, neben sich wieder Platz hat, dass ich dort ein neues, nicht brennendes Gebäude baue, dass, wenn die Flammen von dem neu gebauten brennenden Gebäude überschlagen, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, so. Am Abgrund der Dummheit. Schreibst du endlich deine Autobiografie? Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. Ausländische Diplomaten stimmen uns 45% häufiger zu, wenn unsere Diplomaten weniger putzen oder stinken. Wir fanden außerdem heraus, dass 33% aller ausländischen Diplomaten das Rülpsen zu Tische missbilligen. Und satte 95% gaben an, dass sie es als sehr negativ empfinden, wenn unsere Diplomaten nackt auf dem Tisch stehen und die Nationalhymne singen. Wer hätte das gedacht? Das letzte ist, glaube ich, ein Gerücht. Ich glaube, das ist eher so, dass das den Leuten besonders gefällt. So, wir brauchen noch einen...